الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben ein großes Problem hier in Europa, und zwar dieses Problem ist das Problem von der Heirat. Und man hört ab und zu, dass viele Väter nicht akzeptieren, dass ihre Töchter heiraten, weil der Mann aus einem anderen Land kommt oder weil der Mann nicht reich ist oder weil der Mann nicht genug Geld hat. Und von der anderen Seite auch, wir hören, dass einige Familien keine Ehefrauen für ihre Söhne haben wollen, weil die Frau aus einem anderen Land ist oder weil das Niveau von ihrer Familie nicht von ihr mit ihrem Niveau äquivalent wäre oder verschiedene, sage ich jetzt, Gründe. Und dann sage ich dazu etwas. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und wir müssen wissen, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns fragen. Und wenn ein Vater wirklich eine Hinderung für seine Tochter oder für seinen Sohn ist bei Thema Heirat, dann muss er wissen, der wird vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah wird ihn fragen, warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du nicht geholfen? Und normalerweise, die Eltern sollten ihren Kindern helfen und unterstützen dabei, dass der Sohn eine gute Frau findet und dass die Tochter einen guten Mann findet. Und nicht, dass sie das verhindern und nicht, dass sie das schwerer machen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Nationalismus sollte niemals ein Grund sein, einen guten Mann abzulehnen. Und Armut sollte auch kein Grund sein, eine Ehefrau oder einen Ehemann abzulehnen. Deshalb nochmal denken, nochmal viel denken. Und sei sicher, liebe Muslim, dass wir mittlerweile wissen, dass viele Frauen und viele Männer die Religion verlassen haben oder die ganzen Familien verlassen haben, weil die Eltern der Grund waren, weil sie immer das abgelehnt haben, obwohl ein guter Mann kam und er wollte die Tochter heiraten. Der Prophet sagte, wenn jemand zu euch kommt und ihr seid mit der Religiosität, das mit der Religionausübung und mit dem Charakter von diesem Mann, ihr seid damit einverstanden, dann gibt ihm. Sonst passiert ein Unheil und passiert eine große Versuchung, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das gilt für Männer und für Frauen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.